Moin, werte Zuschauer, herzlich willkommen nach längerer Zeit mal wieder zu einem neuen Video. In meinem heutigen Video möchte ich euch eine Besonderheit bei Sandy Bridge und auch Ivy Bridge Prozessoren zeigen. Wusstet ihr, dass man Core i5 und i7 Prozessoren übertakten kann, auch wenn sie keinen offenen Multiplikator haben? Das Ganze funktioniert über den sogenannten Turbo Boost. Bei Core i3 Prozessoren funktioniert das Ganze allerdings nicht, denn diese haben ja nicht den Turbo Boost implementiert. Das hier ist eine Sandy Bridge Plattform mit einem Core i5 2400, welcher ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zurzeit bietet. Für gerade einmal 20 € kann man diesen Prozessor erstehen auf dem Gebrauchtmarkt. Und so schlecht ist dieser Prozessor noch gar nicht mal. Ja, wenn man sich mal die Preise von einem 2x6 Prozessoren anschaut, dann muss man dafür mindestens 50 € aufwärts hinblättern. Und wenn man sich mal dazu aus vergangener Zeit Testberichte anschaut, wird man schnell feststellen, dass ein Core i5 2400 in Spielen klar die Nase vorn hat gegenüber einem von einem 2x6. Und er ist eben deutlich günstiger zu haben. Was viele wohl nicht wissen, ist, dass man auch Sandy Bridge und Ivy Bridge, i5 und i7 CPUs über den Turbo Boost übertakten kann. Ja, und zwar um immerhin 400 MHz mehr. Ein Core i5 2400 hat einen Basistakt von 3,1 GHz und kann auf bis zu 3,4 GHz per Turbo Boost übertaktet werden. Allerdings nur auf einzelnen Kernen. Auf allen vier Kernen beträgt der Maximaltakt 3,2 GHz. Wenn man den Prozessor jetzt per Turbo Boost um weitere 400 MHz übertaktet, steigt sein Takt dann auf bis zu 3,8 GHz an. Und auf allen Kernen macht die CPU dann immer noch 3,6 GHz mit. Und da braucht man eigentlich noch nicht einmal die Spannung erhöhen. Ja, das ist schon ganz nett. Schaut man sich dann mal i5 2500er CPUs an, besonders die K-Variante ist noch ab 40 € aufwärts. Ziemlich teuer. Wie dem auch sei, gekühlt wird der Prozessor von einem EKL Alpenföhn Brocken Eco. Das ist ein 30 € Kühler. Ja, aber so anspruchsvoll ist die CPU jetzt nicht von der Hitzeentwicklung her. Man könnte auch einen günstigeren Arctic Freezer 33 oder irgendwie sowas nehmen. Ist gar kein Problem. Eine Sache zum Mainboard. Damit man den Prozessor übertakten kann, muss dieses den passenden I/O Hub besitzen. In meinem Falle ist es das Asus P8 P67M mit Intels P67er PCH. Auch overclocking tauglich, also Tuning tauglich wären der Z68 und mit Ivy Bridge eingeführt der Z75 und der Z77. Nicht tuningtauglich sind dagegen H61 oder auch H67 oder B75 beispielsweise. Ich glaube, da gibt es auch noch ein H77er I/O Hub. Wie dem auch sei. Damit funktioniert das Ganze nicht. Ja, die Grafikkarte ist eine EVGA GeForce GTX 580, die man ebenfalls im Jahre 2011 bekommen konnte. Hier im Referenzdesign mit Standard-Taktfrequenzen von 700
72 MHz für den Grafikchip, das Doppelte für die Shader, das sind dann 1554, wenn mich nicht alles täuscht, und 2004 MHz für den GDDR5 Grafikspeicher, welcher über 200, nee, ich glaube 384 Bit sogar angebunden sein dürfte. Sind ja 1,5 GB. Ja, genau. Als RAM habe ich hier die G-Skill Sniper installiert. Das ist ein Dual-Channel-Kit mit 2x4 GB, also 8 GB. Und das Besondere des Speicherkits ist, dass es für 2133 MHz ausgelegt ist. Was mit dem i5 2400 auch problemlos abgerufen werden kann. Ja, ich würde mal sagen, ich wechsle jetzt mal zum UEFI. In das UEFI-Setup des Asus P8 P67M gelangt man über die Entfernen-Taste, auch Dell genannt. Dies hier ist eine zusammenfassende Übersicht, wo man ja vor allem Temperaturen und Spannungswerte angezeigt bekommt. Um übertakten zu können, wird der erweiterte Modus benötigt. Genau. Hier gehe ich in den Reiter AI Tweaker und ich habe hier schon mal das XMP-Profil des Arbeitsspeichers geladen, damit der auch mit 2133 MHz taktet. Es gibt zwei Profile. Profil 1 hat diese Einstellung: 2000 MHz, 8, 10, 9, 26. Das sind die Timings und Profil 2 hat eben diese Werte, 2133 MHz. Das sind die unterstützten RAM-Teiler dieses Mainboards. Um den Prozessor zu übertakten, wähle ich diese Option aus und dann betätige ich die Plus-Taste hier auf dem Nummernblock, bis es nicht mehr höher geht. So, jetzt habe ich hier einen All-Core-Multiplikator von 38. Weiter geht es nicht, weil bei Non-K-Prozessoren mit Turbo-Boost erlaubt Intel Takterhöhungen bis maximal 400 MHz. Das Ganze funktioniert mit Sandy Bridge und Ivy Bridge Prozessoren der i5 und i7 Generation. Ob das jetzt auch mit neueren CPUs funktioniert, wie beispielsweise Kaby Lake oder Coffee Lake, das weiß ich jedoch nicht. Ja, dann übernehme ich mir erstmal die Einstellung mit F10. Genau. Und zurücksetzen. Dann ist die CPU schon mal um 400 MHz übertaktet. Um aber das Maximum rauszuholen, gibt es noch eine weitere Option, die man fürs Overclocking verwenden kann. Und das wäre die PCIe oder Frontside-Bus-Frequenz anzuheben. Jedoch hat Intel vor Frontside-Bus-Tuning einen Riegel vorgeschoben. Das Ganze ist nur in einem sehr begrenzten Maße möglich. Ich habe das schon ausprobiert und weiß daher den Maximalwert. Und zwar kann ich bei diesem System den Frontside-Bus auf maximal 5,3 MHz übertakten. 5,4 MHz würden gerade auch noch gehen, jedoch ist das System dann sehr, sehr instabil und wenn der Prozessor dann etwas zu tun bekommt, dann stürzt das System sofort ab, bleibt hängen. Also das funktioniert dann nicht mehr. 105,3 MHz dagegen sind noch machbar. Ja, gut, dann sage ich F10.
Und dann. So, Windows 7 Ultimate 64-Bit konnte schon mal problemlos von der Kingston A400 SSD mit 120 GB gebootet werden. Und dann schauen wir uns das mal hier im CPU-ID-CPU-Z-Analyseprogramm etwas genauer an. So, mal schauen. Wir haben jetzt hier einen Frontside-Bus von 105,27 MHz. Und der Prozessor taktet, ihr habt es gerade gesehen, mit 3,9. Das pendelt hier ganz gut. Ja, mit 3,8 GHz dann auf allen Kernen. So viel kann ich sagen. Und einzelne Kerne können dann sogar auf bis zu 4 GHz übertaktet werden. Ja, das ist tatsächlich so. Dann bekomme ich nochmal 200 MHz obendrauf mit Frontside-Bus-Tuning. Somit habe ich den Prozessor um immerhin 600 MHz übertaktet. Von 3,2 GHz All-Core Turbo auf 3,8 GHz mal eben für alle Kerne. Das Netzteil ist ein Corsair VS650. Nicht das effizienteste, aber mit bis zu 650 Watt jedenfalls gut genug für das System, um es zu befeuern. Neben der CPU wird mit dem Frontside-Bus auch der Arbeitsspeicher übertaktet. Verzeihung. Von 2133 MHz, dann, ich muss das eben kurz verdoppeln, auf 2244 MHz. Somit ist der Arbeitsspeicher um 5,3% mit übertaktet worden, weil ich den Frontside-Bus ja auch um 5,3% angehoben habe. Nun folgen noch eine Handvoll Benchmarks, um die Leistungssteigerung in der Praxis zu untermauern. Da mir momentan schlicht die Zeit fehlt, beschränkt sich das Ganze auf 3 Tests. Fange ich an mit dem Cinebench R15, welcher ja ein sehr guter Test ist, um die Multithread-Performance von Prozessoren in Zahlen zu fassen. Der i5-2400 erreicht im Stockzustand eine Punktzahl von 120 im Single-Thread-Test und 462, wenn alle 4 Kerne ackern dürfen. Mit Übertaktung auf 3,8 bis 4 GHz steigt die Single-Thread-Punktzahl auf 141 an und die Multi-Thread-Punktzahl auf 523. Das ist eine Leistungssteigerung von immerhin 13,2%. Dazu muss ich noch erwähnen, fällt mir gerade ein, dass ich den Frontside-Bus um 0,1 MHz reduzieren musste, also auf 105,2 MHz, weil sich das System bei 105,3 MHz immer noch ziemlich instabil verhielt. Also das müsst ihr eben selbst ausprobieren. Auch wichtig ist, das Ganze unter Teillastaspekten zu betrachten. Wenn ihr das System also übertaktet, denkt daran, das System könnte jederzeit abstürzen. Also macht am besten erst einmal nichts Wichtiges auf dem System. Erst einmal ein paar Sachen ausprobieren, auch den Prime 95 Test mal durchführen lassen und ein paar Spiele testen, um sicher zu gehen, ob die vorgenommene Overclocking-Einstellung auch praxistauglich ist. Und auch wenn man den OpenGL-Test des Cinebench R15 ausführt, wird man eine Leistungssteigerung von knapp 7 FPS ausmachen können. Bewertet wurde die Leistung der NVIDIA GeForce GTX 580 von EVGA im Referenzdesign mit Referenztaktraten. Nun folgen noch 2 Spieletests, um die Leistungssteigerung des Prozessors in Hinblick auf die Spieleleistung zu bewerten.
Anno 1404 ist schon ein älteres Spiel, welches man auch 2011 bereits spielen konnte. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Spiel ebenfalls für die Beurteilung der Leistungssteigerung herangezogen. Getestet wurde in Full HD-Auflösung mit 144 Hz Bildwiederholrate sowie sehr hohen Details bis auf Kantenglättung und anisotroper Filterung, welches deaktiviert blieb. Die Hardware-Anforderungen von Anno 1404, welches die DirectX 10 API verwendet, fallen relativ moderat aus. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da das Spiel im Jahre 2009 erschienen sein dürfte. Prozessor und Grafikchip wurden in meinem Falle zu etwa zwei Drittel ausgelastet. Dabei wurden etwa 500 MB Grafikspeicher adressiert und nicht einmal 2 GB Hauptspeicher belegt. Schaut man sich nun die frameratenbasierte Leistungssteigerung an, so steigen Average und Minimum FPS um 10 FPS an, was doch schon ganz gut ist. Wobei man auch ohne Overclocking Anno 1404 mit etwa 88 Durchschnitts-FPS sehr gut spielen kann. Das zweite Spiel, welches ich für den Test herangezogen habe, ist Cities Skylines, welches dann auf DirectX 11 aufsetzt. Getestet habe ich mit hohen Details mit der niedrigeren 720p Auflösung, um das CPU-Limit ja, stärker zu fokussieren. Und schaut man sich die Hardware-Auslastung verursacht von Cities Skylines an, dann wird man feststellen, dass dieses Spiel schon ziemlich heftig ist. Von 1,5 GB des Grafikspeichers wird alles belegt. Auch der Arbeitsspeicher ist über 7 GB gefüllt und die CPU wird mit über 80% überdurchschnittlich ausgelastet. CPU-Overclocking verhilft Cities Skylines zu einer deutlich höheren Leistung, gerade was die Minimum-FPS angeht. Mit Overclocking sind 60 FPS in jeder Hinsicht machbar. Wohlgemerkt in 720p, nicht in 1080p. Das habe ich nicht getestet. Dürfte allerdings nur die Grafikkarte, nicht aber den Prozessor stärker auslasten. Die erzielte Leistungssteigerung durch Übertakten des i5 2400 sind meiner Meinung nach schon ziemlich beachtlich. Leistungssteigerungen von über 10% scheinen wohl die Regel zu sein. Gerade auch in Cities Skylines steigt die Leistung um knapp 20% an, wodurch man Cities Skylines dann in jeder Hinsicht mit 60 FPS spielen kann. Auch in Anno 1404 waren über 10% machbar. Den i5 2400 bekommt man auf dem Gebrauchtmarkt schon für sehr günstige 20 €, wenn man Glück hat. In meinen Augen somit ein echter Geheimtipp. Damit Overclocking greifbar wird, muss auch das Mainboard über den passenden I/O-Hub verfügen. Aus der 6er-Serie wären das der P67 oder der Z68, aus der 7er-Serie der Z77 oder Z75. Doch entsprechend ausgestattete Mainboards sind noch relativ teuer auf dem Gebrauchtmarkt, erst ab etwa 50 € zu bekommen. Günstiger wären da schon die nicht-tuning-tauglichen Mainboards, beispielsweise mit dem H61er PCH ausgestattet, schon für unter 40 € zu bekommen, wenn man Glück hat. Wobei auch unübertaktet der i5 2400 noch was auf dem Kasten hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.